Das Basilisk-Wahlduell in Zusammenarbeit mit der Basel-Landschaftlichen Zeitung BZ. Willkommen zum Wahlduell von Radio Basilisk und von der Basel-Landschaftlichen Zeitung. Mein Name ist Thomas Dähler. Ich habe zwei Gäste bei mir im Studio begrüßen. Frau Susanne Lüttenegger-Oberholzer. Sie ist Nationalrätin seit 1987 mit einem Unterbruch von 91 bis 99. Sie ist von Beruf Nationalökonomin und aber Advokatin. Dann ist im Studio der Christoph Eymann, Regierungsrat seit 2001, Vorsteher vom Erziehungsdepartement. Er ist in früheren Zeiten auch im Nationalrat gewesen, und zwar während 10 Jahren, von 1991 bis 2001. Und ist, bevor er Regierungsrat geworden ist, Direktor vom Gewerbeverband dort zu Basel gewesen. Wir steigen gerade einsteigen mit der Bildungspolitik. Frau Lüttenegger, heute ist sicher etwas schiefgegangen aus Ihrer Sicht. Die Hochschulkantone haben heute müssen finanziell federn lassen. Wieso ist es Ihnen nicht gelungen, den Rat zu überzeugen, dass man die Hochschulkantone finanziell unterstützen? Also es ist ja darum gegangen, Sie sprechen jetzt sicher den Entscheid, der die Universität Basel betrifft, wo hätte ich sicherstellen sollen, dass wirklich Jahr für Jahr die 75 Millionen Franken gezahlt werden vom Bund an die Uni Basel. Warum ist das schiefgegangen? Es ist schiefgegangen, weil Kollegen zum Teil abwesend waren aus dem Baselbiet, Hans-Rudi Giesin und Christian Miesch, und weil der Kasper Bader gegen die Uni Basel gestimmt hat, denn sonst hätte es ganz knapp gelangt dafür. Ich muss sagen, die SP hat geschlossen dafür gestimmt, die Grünen haben geschlossen dafür gestimmt, Links-Grün ist halt immer eine zuverlässige Grösse, wenn es um Bildung geht, ganz im Gegensatz zu den bürgerlichen Parteien. Herr Eymann, das besser erst, wenn Sie auch noch in den Rat kommen. Es ist tatsächlich eine meiner Motivationen, wieder für den Nationalrat zu kandidieren, dass ich glaube oder mir einbilde, dass man aufgrund von dieser 10-jährigen Erfahrung in der Regierung, wo man ja auch Dossier kennt von den anderen Departementen, in Bern etwas bewirken könnte. Und sei es nur, dass man einen schnelleren, einen besseren, direkteren Zugang hat zu den Bundesratsmitgliedern und zu der Verwaltung. Ich stelle fest, dass wir relativ lange warten müssen, wenn wir einen Termin haben mit dem Bundesrat. Und von dort her wäre das eine der Motivationen, um dort anzugehen. Und das ist richtig. Hochschulpolitik, Bildungspolitik wäre dort der Schwerpunkt, wenn es mir gelingen würde, wieder in den Nationalrat gewählt zu werden. Darf ich noch etwas dazu sagen? Sehen Sie gerade die Doppelmandate? Ich weiss nicht, Herr Eymann, ob Sie den Gedenken aus der Regierung zurückzutreten, weil Doppelmandate sind sehr problematisch, weil sie eben zu viel Abwesenheiten führen im Rat. Man muss sich entscheiden heute, konzentriere ich mich aufs Regierungsratsamt, wo ja sehr anspruchsvoll ist, konzentriere ich mich auf den Nationalrat, wo viel, viel zeitintensiver geworden ist. Und ich habe es darum toll gefunden, dass Frau Regierungsrätin Keller-Sutter aus dem Kanton St. Gallen gesagt hat, wenn sie gewählt wird als Ständerätin, hört sie auf als Regierungsrätin, weil ich glaube, man muss sich da einfach klar entscheiden. Es könnte sein, dass sie dann in so einer Differenzbereinigung gerade ausgesprochen nicht anwesend sind, weil sie bei Basel sein müssen. Sie haben einen sehr verantwortungsvollen Posten da und ich glaube nicht, dass die Region Basel ein halber Regierungsrat wird. Es gibt einmal Formale. Im Organisationsgesetz von der Regierung steht, dass ein Mitglied von den 7 Regierungsmitgliedern darf im Ständerat sein und eins im Nationalrat. Also der Gesetzgeber hat in Betracht gezogen, dass man die Doppelbelastung auf sich nehmen kann. Das ist einmal eins. Und kürzlich haben wir eine Verfassungsrevision gehabt, wo alle Gesetze wieder angeschaut worden sind. Und das Gesetz hat man so gelassen. Ich kann also sagen, dass der Gesetzgeber, die Bevölkerung am Ende vom Tag das möchte, dass das möglich ist. Das ist mal das Formale. Jetzt ist natürlich richtig, dass das eine grössere Belastung würde mit sich bringen. Da gehe ich davon aus, dass man dann sich organisieren müsste, und zwar im Bund wie auch im Kanton. Ich wäre sicher nicht jemand, der wie andere auf jedes politische Thema kommt, sondern sich konzentriert. Und ich bilde mir ein, dass ich Prioritäten setzen kann. Am Anfang von meiner Amtszeit als Regierungsrat bin ich zurückgetreten, weil ich, und das ist wahrscheinlich ähnlich, wie jetzt Frau Keller das offenbar gesagt hat, weil ich mir das nicht zutraut hat, aber nach 10-jähriger Erfahrung und mit hervorragenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in diesem Departement würde ich mir das zutrauen,
dass das möglich wäre. Es wäre für mich eine grössere Belastung, aber ich würde den Reiz von dieser Aufgabe spüren, nicht von mir, sondern, und da dürfen wir jetzt unterstellen, ich habe jetzt Sendungsbewusstsein für Basel. Ich glaube, es ist gescheiter, wenn ein Regierungsmitglied da drin ist, als wenn man einen Lobbyist anstellt, der in der Wandelhalle umeinander irrt und probiert, Kontakt zu knüpfen. Von dort her wäre das eine reizvolle Aufgabe. Und natürlich ist es richtig, man muss dann schauen, wo die Prioritäten sind und es geht vielleicht das eine oder das andere Mal zwischendurch. Aber wenn der Gewinn am Ende des Tages da ist für den Kanton, dann glaube ich, ist das akzeptabel. Es gibt noch ein weiteres Beispiel. Der Moritz Leuenberger war einer der prominentesten, der das während 6 Jahren geschafft hat, gleichzeitig Regierungsrat und Nationalrat zu sein, und hat an beiden Orten einen guten Job gemacht. Wissen Sie, inzwischen ist das Tempo in dem Parlament so gross. Sie tun es wahrscheinlich ein bisschen unterschätzen. Es geht von Doppelbesteuerungsabkommen zu Too Big to Fail-Vorlagen bis. Es geht einfach immer nicht planbaren Rhythmus. Und ich hätte es begrüßt heute, ich werde jetzt nochmal zurückkommen zu dem Entscheid. Wenn die Regierungen so rasch würden funktionieren, dass sie sich ganz kurzfristig nochmal vergewissern, dass die Leute, vor allem Mitglieder von den eigenen Fraktionen, richtig stimmen. Das ist für mich unerklärlich. Es nützt doch nichts, wenn sie im Rat sind und dann richtig stimmen, aber ihre Kollegen und Kolleginnen nicht. Denn das ist ja heute passiert. Wenn sie ihre Energie darauf setzen, dass sie wirklich Mehrheiten anbringen, denn das ist nötig. Das ist eine von den Schwächen von der Region Basel. Dass sich ein Hochschulkanton kann durchsetzen kann, ist ja nicht ein neues Problem. Beispielsweise ist es bis heute nicht gelungen, den Kanton Basel-Land zum Hochschulkanton zu machen. Der WOTS arbeitet immer weiter. Es ist ja eine Standesinitiative lanciert worden vom Kanton Basel-Land. Es ist eigentlich eine ganz einfache Sache, dass Basel-Land ebenfalls als Hochschulkanton anerkannt ist. Das braucht eine Verordnungsänderung vom Bundesrat. Und wir werden jetzt motionieren und vom Bundesrat verlangen, dass in der Liste der Hochschulkantone Basel-Land aufgeführt wird. Also es ist wirklich ein ganz kleiner Schritt. Und den werden wir durchsetzen, Herr Dähler. Davon kann ich Sie überzeugen. Und da können wir auf die Solidarität von Basel-Stadt zählen. Das ist eine bundesrätliche Verordnung. Ich möchte sagen, dass der Kanton Basel-Stadt sich in der Vernehmlassung vehementer gewehrt hat für den Partnerkanton Basel-Landschaft, dass er Hochschulkanton wird als Basel-Bieter-Regierung. Das muss ich jetzt sagen, auch wenn es politisch nicht korrekt ist, aber die Diskussion ist jetzt in die Ebene gelaufen. Selbstverständlich wollen wir das. Und wir können es auch nicht verstehen, dass der Bund da so blöd tut. Aber gerade Grund mehr, um aus nächster Nähe dort probieren zu korrigieren. Ich würde mir einbilden, wenn man in dieser Fraktion wäre, als Liberale, die ja leider fusioniert haben mit den Freisinnigen, wenn man in dieser Fraktion wäre, dann müssen wir natürlich auch können probieren, gewisse Allianzen zu schmieden und vielleicht auch das Thema Hochschulen bei den Freisinnigen ein bisschen höher ansiedeln. Ich stelle hier fest, dass auch im Baselbiet, wenn ich jetzt sehe, der Entscheid von der zuständigen Kommission, der Fachhochschule nicht mehr Geld zu geben, wo ich gehört habe, seien auch Freisinnige dieser Meinung gewesen, neben der SVP und den Grünen, so viel zur Bildungspolitik von den Grünen, dass dort jemand, der dabei ist und entsprechend probiert, Dampf zu machen, auch etwas könnte bewirken. Das wäre mein Anreiz dazu. Da bin ich überzeugt davon, dass man dort mehr könnte machen. Auch mal im Bundesrat sagen, dass er halt jetzt vielleicht ein wenig heftig auf dem Holzgleis ist, wie das der Herr Burkhalter ist in der Hochschulpolitik. Gut, Herr Burkhalter gehört zu Ihrer Fraktion. Ich bin leider noch nicht dabei in der Fraktion. Ich wollte die aufmischen, aber Sie wollen mich ums Platz nicht dort haben, fragt Leute nicht Oberholzer. Das ist nicht meine Sache. Ich bin nicht Wählerin im Kanton Basel-Stadt. Ich finde es sehr problematisch, wie gesagt, ihr Doppelmandat. Das ist aber jetzt nicht das Thema. Aber ich würde einfach sagen, es gibt eben parteipolitische Verantwortlichkeiten. Das Departement ist bei der Freisinnig-Liberalen Fraktion. Und etwas müssen Sie mir sicher zugestehen, Herr Reimann. In Fragen von der Bildungspolitik ist die SP ganz, ganz eine zuverlässige Partnerin. Zum Kanton kann ich nicht viel sagen, weil ich da eine gewisse Schweigepflicht habe. Das sagt auch schon etwas. Aber jetzt in diesen Fragen im Bundesbahn hat ganz sicher die SP da eine gute Spur verfolgt. Das kann ich auch relativ offen sagen. Ich bin auch nicht der Polit-Hardliner. Und Sie sehen es ja auch. Ich glaube, dass man als Liberalen eben die Möglichkeit hat, auch mal einem sogenannten eigenen Bundesrat zu sagen, los, Kamerad, jetzt bist du heftig, hast dich vergaloppiert. Und Herr Burkhalter hätte ich das müssen sagen. Ich habe es auch schon gesagt im Treffen, das wir jetzt hier hatten. Aber begriffen da wirklich nicht. Das ist nicht sehr inspiriert, die Hochschulpolitik, die er hier macht. Wir das Thema wechseln, von Bildungspolitik zur Wirtschaftspolitik. Wir haben ja seit einiger Zeit ein Währungsproblem mit dem Franken in der Schweiz. Hier in der Region versucht man das
aufzufangen, beispielsweise mit längeren Arbeitszeiten, seit neuestem aber auch mit Löhnen, die in Neuwahl ausgezahlt werden. Halten Sie das für geeignete Massnahmen, Herr Weimer? Ich habe grosses Verständnis, wenn Unternehmer oder Unternehmerinnen jetzt versuchen, ihren Bestand an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu halten und zu diesem Zweck besondere Massnahmen machen. Wenn die Lohnzahl 2 Stunden länger arbeiten und offenbar ein Einverständnis hat, auch von der Arbeitnehmervertretung, dann finde ich, das zeigt die Notsituation, wo die Firma drinnen ist, und es zeigt den Überlebenswillen. Das ist eins. Für mich müssen so Massnahmen befristet sein. Man kann sie dann nicht ewig wieder durchziehen, wenn die Lage sich verbessert, was wir alle hoffen, aber nicht so heftig können beeinflussen, dann muss man wieder auf das zurückkommen. Das Gleiche gilt auch für die Lohnzahlung in Euro für einen Teil. Das ist nicht unproblematisch, aber wenn Belegschaft kann überzeugt werden davon, dass das einem Unternehmen hilft, über die Zeiten wegzugehen, und dass es vor allem hilft, Arbeitsplätze nicht auszulagern in Billiglohnländer, dann finde ich, ist es akzeptabel. Es braucht eine gute Kommunikation und nochmal, es muss reversibel sein. Das heisst, wenn es wieder besser ist, muss man auch wieder können auf das zurückkommen oder andere Forderungen von der Arbeitnehmerschaft erfüllen. Ich finde, die Sozialpartnerschaft, wenn ich sie erlebt habe, als ich im früheren Beruf mit dem Baugewerbe viel zu tun habe, im Detailhandel, hat gut funktioniert, man hat sich verstanden, auch in Krisensituationen, bedingt aber, wie gesagt, dass man dann auch wieder mal grosszügiger ist, denn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist kein Politiker, Sonntagsräte sind das Kapital von einer Unternehmung. Grundsätzlich muss ich sagen, ist es nicht zulässig. Der Lohn ist in Franken zu zahlen. Jetzt hat es eine Motion gegeben vom Herrn Badini, er ist ja Gewerkschaftssekretär bei der Union, die ist abgelehnt worden. Jetzt ist immer noch ein Gerichtsfall hängig, der wird entschieden werden. Ich weiß nicht, ob es noch in dem Jahr ist oder Anfang nächstes Jahr. Wir haben auch Rechtsgutachten machen lassen, beziehungsweise Gewerkschaften haben das machen lassen, von einem bekannten Arbeitsrechtler. Das ist unzulässig. Und darum haben sie jetzt auch geklagt von Seite der Gewerkschaft mit den betroffenen Arbeitnehmern. Wenn es jetzt im Rahmen von einem Gesamtarbeitsvertrag passiert und wenn es ja einmal nur 50% der Leute haben einen Gesamtarbeitsvertrag, wo es eine einvernehmliche Lösung gibt, dann nachher muss ja der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber etwas geben. Aber dass einfach einseitig diktiert wird, ist absolut unhaltbar und ist eine Verletzung vom Arbeitsvertrag. Und gegen das muss man gerichtlich vorgehen. Aber lieber Sie, da habe ich jetzt gerade eine grosse Differenz zu der Haltung, die Sie jetzt einnehmen. Natürlich kann man jetzt probieren zu schauen, wie ist das rechtlich. Aber sie zwingen dann natürlich die Unternehmen, den Spielraum, den sie haben, wo ihnen niemand reinschreiben kann, reinreden, weder ein eidgenössisches Parlament noch ein Gericht, auszunutzen. Und das würde heissen, Auslagerung noch jemand anders an, wo man billiger produziert. Und das müssen wir doch jetzt gemeinsam verhindern. Und da müssen wir nicht die Parteiprogrammmaxime von der SP rausholen, Demokratisierung von den Unternehmen, wo das letztlich ist, Einspruch von Gericht dort rein, oder eben mit rechtlichen Mitteln probieren, oder mit politischen Mitteln probieren. Da müssen sie doch jetzt den Unternehmen die Freiheit lassen, in einer außergewöhnlichen Situation außergewöhnliche Massnahmen zu treffen, mit der gleichen Zielsetzung, die die Gewerkschaften auch haben. Und ich kenne Gewerkschaften, die verfolgen sie, denen kann man reden, dass man die Arbeitsplätze in der Schweiz jetzt sichert. Und da ist falsch, wenn man jetzt ein Gericht bei mir und sagt, du darfst das nicht machen. Das man macht dann den nächsten Schritt, den man darf machen, dann sind die Arbeitsplätze weg. Wissen Sie, Herr Reimann, das ist zum Glück eine Frage, die nicht wir hier in dem Studio entscheiden. Aber für was wir uns gemeinsam könnten einsetzen und müssen einsetzen, ist, dass der politische Druck erhöht wird, dass man jetzt den Franken oben runterbringt. Denn wie gesagt, das sagt Ihnen jede Arbeitgeberorganisation, die 1,20 sind tödlich, auch für die Region, auf die Länge. Für die Maschinenindustrie, der Präsident vom Verband für die Maschinenindustrie hat gesagt, sie können mit dem nicht leben auf Dauer. Und darum müssen wir doch schauen, das ist ja unser Instrumentarium, Sie sind ja auch Politiker, ich bin Politikerin, schauen, dass das korrigiert wird. Man hat jetzt gesehen, dass die Nationalbank reagiert auf einen gemeinsamen politischen Druck. Es gibt noch ein zusätzliches Instrumentarium, wo der Bundesrat jetzt bereit ist zu prüfen, wie Negativzinsen, Kapitalverkehrskontrolle, Spekulationsverbot. Weil Sie auch, der starke Franken kommt ja nicht vom Himmel oben runter. Teil davon ist natürlich, man sagt immer, die Euro-Krise. Es ist auch die Spekulation an den Devisenmärkten, globale Spekulation. Es ist auch getradet worden, oder? Auf den Franken. Haufen haben auch Gewinn gemacht und die Sachen, das sind Folgen vom Casino-Kapitalismus für den Werkplatz auch in dem Land. Dort müssen wir doch zehnmal vorgehen, denn ich bin überzeugt, das ist eine Wirtschaft, die sie auch nicht wollen, wo einfach Geld gemacht wird, mit Geld umjongliert wird auf Kosten von Arbeitsplätzen.
das ist auch unser Handlungsspielraum, den wir jetzt immer hätten. Also die Nationalbank ist ja zum Glück unabhängig auch von Stimmungsschwankungen von der Politik. Wo sie meistens nicht, darum hat sie ja reagiert. Genau darum. Hinkt. Und sie hat das nicht schlecht gemacht jetzt im Moment. Und da finden wir uns wieder, dass wir dort die Situation müssen beobachten und allenfalls müssen weiter korrigieren. Die anderen Ursachen, die sie anführen, da sehe ich den direkten Zusammenhang nicht immer so, wie sie ihn jetzt hergestellt haben, bei allem Verständnis, dass man gewisses Verhalten in den Kapitalmärkten kann kritisieren. Ich möchte noch etwas sagen zur Nationalbank. Weil der Glaube, der Irrglaube, die Nationalbank schwebt über der Wolke, ist einfach falsch. Bis im Januar 2010 hat die Nationalbank immer eine Politik verfolgt von einem mehr oder weniger stabilen Franken-Euro-Kurs. Warum sie von dem abgekommen ist, das weiss ich nicht. Nachher hat sie plötzlich nicht mehr interveniert, hat sogar nach aussen kundtun. Und in dem Moment, wo sich die Politik zusammengetan hat, wo alle Unternehmerorganisationen gesagt haben, es geht so nicht mehr, wo wir gegen eine 1-Euro-Franken-Parität zugesteuert sind, wo es also klar war, jetzt kommt es zur Katastrophe. Also wo der politische Druck so gross geworden ist, Herr Schneider-Ammann hat den runden Tisch einberufen und so weiter, dann hat die Nationalbank auf den politischen Druck reagiert, weil man darf sich ja keiner Illusion hergeben. Die Nationalbank ist frei in der Wahl vom Instrumentarium. Aber die Nationalbank schwebt natürlich nicht einfach abseits vom politischen Geschehen. Die hat sich viel zu viel beeindrucken lassen von dieser Hetzerei von SVP, wo ja noch bis im frühen Sommer gesagt hat, das ist gut, ein starker Franken, oder? Die hat einen Teil, finde ich, von dieser Situation mitzuverantworten, die Partei. Das finde ich jetzt wenig hier in die Thesen, aber ich bin auch nicht der Anwalt von der Nationalbank. Ich glaube, man hat natürlich in der Nationalbank auch gesehen, dass die Versuche von der Politik gut gemeint, aber ein bisschen unbedarft gewesen sind, wo man probiert hat zu lancieren. Und von dort her hat man dann gesehen, auch wo man die Folgen angefangen hat, ahnen, dass man muss intervenieren. Und das ist sicher richtig gewesen. Jetzt kann man noch streiten, ist das zu früh? Ist es zu spät oder ist es genügend oder ungenügend? Und da muss man sicher dranbleiben, denn dass man das Problem in diesem Ausmaß haben, ist klar. Aber man darf auch nicht die Unternehmer vertrösten und sagen, ihr dürft jetzt gar nichts machen und müsst warten, was dort kommt. Die Entscheidung müssen rasch fallen in der heutigen Zeit und die Konkurrenz schläft nicht und nützt das natürlich gnadenlos aus. Und von dort her wäre ich schon froh, wenn von allen politischen Seiten her auch das Verständnis für die Unternehmen, für gewisse Entscheide, die damals treffen, Moment vom Monat der Lohn zahlt für alle, dass die dann auch nicht irgendwie vor Gericht zehrt werden oder irgendwie verpolitisiert werden. Ich glaube, wenn Sie mit Unternehmern reden und die fragen, ob sie leben auf die Länge mit einem Kurs von 1,20, gerade in der Region Basel, werden die Ihnen sagen, nein. Da verlieren wir in der Region dann im Fall auch auf Dauer, auch Kaufkraft, ganz massiv. Und das können Sie nachher nicht mehr korrigieren. Wir verlieren Arbeitsplätze, Betriebsverlagerungen. Das ist jetzt schon im Gang. Und wenn einmal jemand gegangen ist, kommen sie nicht mehr zurück. Und das können sie gar nicht korrigieren, kurzfristig mit der Änderung der Arbeitsbedingungen. Das sind fundamentale Änderungen der Wettbewerbsbedingungen. Wissen Sie, wie viele Unternehmer uns gesagt haben, es ist richtig, ihr müsst eine Untergrenze verlangen, man muss eine andere Währungspolitik haben, sonst gehen wir jetzt Grund. Und für das müssen wir zusammen kämpfen. Das glauben wir, aber natürlich kann man kurzfristig, wenn man billiger produziert, kann man einen Einfluss nehmen, dass das Produkt weiterhin nachgefragt wird. Und nicht mit zwischen Tür und Angel. Natürlich, aber die müssen ja jetzt handeln. Ein Unternehmer kann ja jetzt nicht sagen, ich warte jetzt, was die Nationalbank macht und ob jetzt der Druck von links oder von rechts da ist, in die oder die andere Richtung, die können es nicht darauf verlassen, in der jetzigen Phase. Wir müssen handeln und darum habe ich Verständnis für jeden, der an seine Belegschaft denkt und überlegt, wie kriege ich die durch die schwierige Zeit durch und ich nicht weiss, wie lange sie noch geht. Der kann nicht die Hände in den Schoss legen und denken, die Politik richtet es von mir in irgendeiner Richtung. Also von dort her würde ich eigentlich für Verständnis werben für die, die jetzt hier Massnahmen getroffen haben, die sie auch deklariert haben als Tempore, aber mit ungewisser Zeitachse. Damit sind wir bereits am Schluss von unserer Sendung. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mitgemacht haben. Das Wahlduell können Sie nachlesen am Samstag in der Basel Landschaftlichen Zeitung. Und wir werden nächste Woche mit einem neuen Duell aufwarten. Das Wahlduell bei Basilisk. Und am Samstag zum Nachlesen in der Basel Landschaftlichen Zeitung BZ.